Guten Tag, alter Mann. Ich bin der Vorsitzende des Pokémon Fanclubs. Damit bin ich natürlich die wichtigste Person hier. Keiner kann im Umgang mit Pokémon das Wasser reichen. Keiner! Und in jedem Wettbewerb bin ich natürlich ich der Sieger. Aber nicht immer zu gewinnen, schmälert das leider den Spaß der anderen. Deshalb gehe ich mich nun damit zufrieden, die Pokémon anderer Leute zu beurteilen. Es ist toll zu sehen, wie andere ihr Pokémon trainieren. Das zufriedene Gesicht eines Pokémon, das gut behandelt wird. Die fürsorgliche und liebevolle Art eines Trainers. Mein Herz geht über Freude, wenn ich daran denke. Oh, entschuldige, ich schwatze hier die ganze Zeit vor mich hin. Bitte erlaube mir, einen Blick auf den Pokémon zu werfen. Wie geht es dem Training voran? Ah, hier, ja, ich verstehe. Das ist weder noch gut noch schlecht. Streng dich beim Training dieses Pokémon bitte mehr an. Du bist schließlich ein Trainer, ja? Ich schlage vor, du gibst ihm mehr Poké-Riegel. Was? Poké-Riegel? Gibt es die wieder? Nein. Das kommt so von meiner Twitch-Nachrichtenliste. Gehen wir wieder. Gut, aber ich habe das Gefühl, dass ein Grafikpartite auch der Namensbewerter ist. Und was? Das ist ein eigenes Abteil hier? Coole Sache. Was gibt denn hier alles zu kaufen? Diese Ecke. Lass mal sehen. Hallo, Grafikpartite ist riesig. Hier kann man während des Einkaufs die kalte Gemäldespiele genießen. Ha, ist Grafikpartite nicht ein toller Ort? Ja, würde mich an Westerland erinnern, glaube ich. In Höhe ist man zu Recht stolz auf die Fülle von natürlichen Schätzen, die eines der Meer bietet. Besonders Seegras hier in dieser Gegend sieht so unglaublich frisch, ja fast schon lebendig aus. Man könnte mal meinen, dass es sich gleich aufricht und angreift. Seegras kraft an. Was war das für ein Geschäft? Ich bin der Statuswerte-Guru. Meine Waren kurbeln das Wachstum deiner Pokémon an. Dachte ich mir schon, dass du sowas hast. Das ist fürs Trainieren, Leute. Kaufe ich vielleicht später. Viel später. Nein, mein Panzerion. Du musst dich noch mehr anstrengen. Dann gebe ich dir ein Pokémon auch ein schönes Geschenk. Okay, die Dame sagt, wie euer Pokémon auch trainiert ist. Auch eine gute Sache. Hallöchen, bei mir kannst du Puppen kaufen. Und was leuchtet da links, Leute? Da leuchtet was. Moin, was ist das? Simsalanit! Okay, nehmen wir mit. Interessant. Puppen kaufen. Ja, ich will Puppen kaufen. Ich will. Oh, geht nicht. Okay, dann geht's halt nicht. Was Simsalanit? Interessant. Gesagt, ja. Kennst du die TM-Attacke Geheimpower? In unserer Gruppe ist sie extrem beliebt. Einer unserer Mitglieder wird sie dir schenken, sobald du irgendwo begegnest. Komm danach unbedingt doch mal hierher, bitte. Wir werden dich dann als Mitglied aufnehmen und dir insgeheim teure Sachen verkaufen. Oh, Geheimpower, das irrt mich an was. Ich sag nicht an was. So, hier vorne waren da noch zwei Personen, mit denen ich noch nicht geredet habe. Ich will natürlich Grafipower City ganz erkunden. Das Licht dieses Leuchtturms sieht man selbst aus 10 Kilometern Entfernung. Ich frage mich, ob es nicht die Pokémon im Meer verwirrt. Kommt drauf an. Hallo Seemann. Das Meer ist wirklich überwältigend. Ob es wohl durch die vergossenen Tränen, dass der Pokémon entstanden ist? Die müssen ja dann viel geweint haben. Sehr viel. Nein, es waren ein Haufen Goldinis, die Erkoknarre eingesetzt haben. Sehr viele Goldinis. Das will ich mir nicht vorstellen. Mein Pokémon ist ein hastiges Wesen. Seine Initiative ist im Vergleich zu anderen Pokémon höher. Ich frage mich, ob je nach Wesen ein Pokémon unterschiedliche Statuswerte schneller steigen. Nicht schneller, sondern um 10%, mein Freund. Um ein Wettbewerb teilzunehmen, braucht man eine Wettbewerbskarte. Ich habe meine von Xenia höchstpersönlich bekommen. Den berühmten Wettbewerbstar. Xenia? Kenne ich nicht, wer ist das? Moment. Ah, passt. Wo das Wasser sauber ist, geben die Früchte eine reiche Ernte. Und wo es reiche Ernten gibt, gibt es auch bald einen Markt. So entsteht und wächst eine Stadt. Bis sie zu viel verbraucht. Wird ein vom Menschen erbautes Gebilde im Meer versenkt und dort als Lebensraum für Pokémon zu dienen, wird es als künstliche Sicht bezeichnet. Ein berühmtes Beispiel dafür ist Seewoge Malmfroh hier in Höhen. Okay, die Seewoge. Was ist denn hier los? Eine Werft. Wenn das hier hingehört und das dahin, wo gehört das hier hin? Und was ist das für ein Dingsbums da? Ah, hey, das ist doch so verrückt werden! Hallo. Wer ist da? Ach, hallo, ich bin Bootsma.
Captain Drake hat mich damit beauftragt, einen Fehler zu konstruieren. Oh, sind das meine Dämonwaren? Aber das ist ein ungünstiger Zeitpunkt gerade. Captain Drake ist gerade nicht hier. Ich glaube, er ist ins Ozeanmuseum gegangen. Dürfte ich dich bitten, Captain Drake zu besuchen, um ihn in den Kopf mit den Dämonwaren zu bringen? Bitte, bitte, mach es, bitte! Na gut, dann bringe ich halt in die Dämonwaren. Ach, hier müssen wir die Gäste ein bisschen ansehen. Bringst du ihm auch einen Tipp vorbei? Vielleicht. Findest du nicht auch seltsam, dass ein Schiff aus schweren Eisen auf dem Meer schwimmt? Ja. Es schwimmt auch gerade aufgrund des Auftriebs. Richtig. Da gibt es sogar eine eigene Berechnung dafür. Das ist die Blauweiß eines baubefindlichen Schiffes. Anbei liegt eine Notiz im folgenden Inhalt. Für die neue Generation von Unterwasserantriebsmotoren soll die gleiche Technologie eingesetzt werden, die für den Dreh am Megavitesse, den Hochgeschwindigkeitszug der Chaos-Region, genutzt wurde. Okay, Carlos war ja die Carlos-Region. Und wow, das sieht geil aus. Hier wird ein riesiges Schiff gebaut. Oh, mal was anderes. Du bist auf anderer Reise, oder? Warst du schon mal bei der Seewoge im Malvenbrot? Das liegt in der Nähe von Route 108. Nein, war ich noch nicht. Verstehe. Seewoge Malvenbrot ist ein von Menschenhand erschaffener Ort, gilt aber gleichzeitig auch als Naturerbe. Eine seltene Kombination, was? Du solltest unbedingt seinen Zwischenstopp dort einblamen. Werden wir auf jeden Fall uns mal anschauen. Musik ist einfach nur cool. Okay. Ich soll also ins Museum gehen, hat's geheißen. Wo war das nochmal? Ich glaube, das hier war's, oder? Ozeanmuseum. Ruhiges Meer ist der Ursprung allen Lebens. Jo, das war das Museum. Als Kind habe ich viel Zeit im Museum verbracht. Ich habe meinen Betrachter der Ausstellungsgeschichte immer Gedanken zu den Geheimnissen gemacht, die das Museum geben. Mhm. Der Typ, der das Museum gebaut hat, ist gleichzeitig Leiter einer Tiefseeforschungsteams. Deshalb wird er von allen Captain Drake genannt. Wegen zwei Sachen? Okay. Schauen wir mal ins Museum rein. Chillige Musik. Guten Tag. Bitte komm zum Empfang hier rüber. Willkommen im Ozeanmuseum. Der Eintritt kostet nur 50 Bucke, der Roland. Hast du Interesse? Bei dem Geld, was ich habe, ja. Viel Vergnügen! Ein Ozeanmuseum. Coole Sache. Und was macht denn die Typen da hier? Wir haben den Befehl erhalten, uns hier zu versammeln. Unser Anführer ist Alex noch nicht eingelaufen. Okay. Das bleibt jetzt aber bitte unter uns. Es hat ein Weilchen gedauert, am Empfang vorbeizukommen, da man die nötigen 50 Pokémon-Dollar fehlten. Wie bist du dann vorbeigekommen? Das will mich interessieren. Grundlage der Meereskunde Teil 1. Warum ist das Wasser im Meer blau? Wegen der Lichtreflexion war das. Der Himmel spiegelt, oder? Ja, blaue Farbe. Okay, langsam. Licht setzt sich aus vielen Farben zusammen. Doch wenn das Licht aus Wasser scheint, gehen dabei einige Farben verloren. Der blaue Anteil des Lichts bleibt aber erhalten. Deshalb erscheint das Wasser blau. Ja, und der Himmel spiegelt sich. Das stimmt auch. Komische Musik hier. Das für eine Kugel. Ein Gummiball dehnt sich aus und zieht sich zusammen. Im Meer sorgt das Gewicht des Wassers für ständigen Druck. In seichtem Wasser ist der Druck nicht so hoch. In extrem tiefem Wasser kann der Druck dagegen 10.000 von Tonnen betragen. Das ist kein Witz, Leute. Schokolade, wie komme ich zu der unerwarteten Ehre? Was? Hast du das vergessen, wer ich bin? Ich bin das Mitglied von Team Magma, den du zweimal überdeutlich seine Grenzen aufgezeigt hast. Ja, ja? Hier, das ist für dich. Nun hegst du doch hoffentlich keinen Grund mehr gegen mich, oder? Oder? PM 46 erhalten. Raub. Okay. Ach, so ein Mist. Eigentlich wollte ich mir diese Themen irgendwo aus dem Museum hier mitgehen lassen, aber... Naja, ein Ausgleich. Weil ich die letzte Mission in den Sand gesetzt habe, daraus wird es wohl nichts. Das wirst du mir irgendwann büßen. Irgendwann! Tschüss, Freundchen. Danke für die Themen. Das ist ein von Furchen durchzogenes Fossil. Das Erdreich des Meeresbodens wurde durch die Gezeiten abgetragen. Die Bewegung des Wassers zeichnet Rillen und Wellen in den Meeresboden. Wenn der Meeresboden versteinert wird, ein Bodenrelief sichtbar. Ein geiles Museum, Leute. Eine blaue Flüssigkeit wirkt sich spiralförmig in ein Glasgefäß. Dies ist ein Experiment, das mit Hilfe von Wind einen künstlichen Whirlpool zu erzeugen. Huch, ein Whirlpool?
Hätte unser Kamerad in Metro City nicht so kläglich versagt, wäre uns dieser Weg hier erspart geblieben. Oh nein! Wenn ich mir all die Dinge hier nehmen würde, stünden mir in rein finanzieller Hinsicht wohl rosige Zeiten bevor. Also die Typen hier sind auch nicht mehr ganz dicht. Ein roter Ball hüpft in den Glasgefäß auf und ab, auf und ab, auf und ab. Das ist ein Experiment, das eine künstliche Kaskade mit Hilfe des Ballauftriebs erzeugt. Okay. Also das Museum gefällt mir, Leute. Das hat Stil. Ich glaube, das schauen wir uns später an. Jetzt mal weiter hier. Das dauert doch etwas länger. Was zur Hölle? Modell der Höhenregion. Dieses ist ein Diorama der Höhenregion. Wo liegt Wurzelheim? Da. Ungefähr. Also mal cool hier. Was ist das hier? Erkennen Sie ja. Es läuft ein Film, ein Mann mit einer seltsamen Frisur, der aussieht wie ein Wissenschaftler, arbeitet an einem Experiment mit irgendeiner Maschine. Und aus genau diesem Grund schlussfolgere ich, dass Menschen, wenn sie in den Tiefen des Meeres hinabtauchen, von einem Pfeifer mit Ohr geplagt werden. Aha. Aha, aha. Hallo. Ich hab da was für dich. Kann ich helfen? Suchst du nach Break? Tja, musst du nicht weiter suchen. Das bin ich! Ah, das muss die Bauteile sein, die ich bei Mr. Trump von der Devon Corporation bestellt habe. Bauteile? Großartig, vielen Dank. Jetzt kann unser Bexplosion endlich losgehen. Endlich kann es losgehen. Danke, danke. Was geht ab? Wir sind hier, um euch die Bauteile abzunehmen. Was seid ihr? Wir sind Team Magma und unser Anführer will diese Baule um jeden Preis haben. Also lasst es kein Widerstand, gebt sie uns! Nein! Ich sag nein! Team Magma greift ihn mal an, na toll! Mit einem Kamauk! Das sollte eigentlich kein Problem sein für meinen Stern, du, aber für mein Panzer Ehren eher schon. So, Feuerboden, das heißt, ich muss mal mein Pokémon wechseln zu Stern, du. Du bist hier viel besser als die Panzeron. Tut mir leid, Panzeron, vielleicht kommst du später dran wieder. Energiefokus. Gut, dass es nichts Offensives macht. So, Kamau pumpt sich auf. Kritische Treffer sind wahrscheinlich, aber mir egal. Aquaknarre! Vierfach Effektivität! Tschüss. Kamau hat zwar gut den Verteidigungswert, aber ein Vierfach Effektivität steckt es trotzdem nicht weg. Wie bitte? Was? Ja? So geht's ab. Unfassbar, wie war gegen ein Kind? Verflixt, jetzt ziehen mir unser Anführer bestimmt die Ohren lang. Also muss man sich selbst kümmern. Sieht ganz noch aus, sei mein Können als zukünftiges Elite-Mitglied von Team Magma gefragt, ja? War also zukünftige Elite-Mitglied. Was wollt ihr hier schon wieder? Mit einem Zubat? Ein Zubat. Na gut, Zubat, das sollte kein Problem werden. Stahlflügel, so. Stahlflügel. Und ich bin schneller wie Zubat, das überrascht mich jetzt doch. Superschall geht daneben. Glück gehabt. Nochmal, Stahlflügel. Sturzflug setze ich lieber nicht ein, da würde ich mich nur bis jetzt selber verletzen. Setze ich nur im Notfall ein. Ist aber eine sehr starke Attacke, der Sturzflug. Oh yeah. Windschnitt, nein, brauchst du nicht. So, als nächstes kommt ein Kamauk schon wieder. Dieses Pokémon hat Team Magma wohl sehr gerne, wenn es wohl jeder hatte. Wir wechseln zu Stern, du. Naja, wie gesagt, Pantheon kann da nicht wirklich viel ausrichten. Leider. Höchstens mit Sturzflug, aber... Ja, da ist die Kluderattacke und das wäre sehr effektiv gewesen. Auf Pantheon, das hätte ziemlich weh getan. Aquaknarre! Immer schon vorsichtig spielen hier. Yay! Tschüss, komm auf! Das war kein Problem. Das kann doch nicht wahr sein! Ich glaube, du wirst kein zukünftiges Elite-Mitglied. Wie bitte? Mich bald ich als zukünftiges Elite-Mitglied von Team Magma konnte dich besiegen! Und hier, was machen wir jetzt? Wenn wir mit leeren Händen zurückkommen, wird es unangenehm. Hm, wer hätte gedacht, dass uns ausgerechnet ein Kind einen Strich zu rechnen machen würde? Was macht ihr hier? Ich bin gekommen, um zu sehen, warum ihr so lange für einen einzigen Koffer braucht. Und jetzt muss ich ansehen, dass ihr euch von einem Kind aufhalten lässt.
Du wirst erst recht aufgeweckt für dein Alter, ja? Du bist richtig aufgeweckt. Dir ist es gelungen, mein sonst so ruhiges Gemüt in Aufruhr zu versetzen, ja? Dann hast du sicher auch nicht mehr als eine Minute benötigt, um gegen diese zur Kapitulation zu bringen. Mein Name ist Mark. Ich bin der Anführer von Team Magma, eine Organisation, die nach einer besseren Zukunft für uns Menschen strebt. Wir kämpfen für die Weiterentwicklung der Menschheit, wo ich gerade von der Zukunft spreche. Du bist noch jung und scheinst selbst eine strahlende Zukunft vor dir zu haben. Erlaube mir, dir etwas zu erzählen, das dir auf deinem weiteren Lebensweg helfen wird. Die Landmassen. Sie stellen die Bühne für den nächsten Schritt in die Entwicklung der Menschheit dar. Doch einen wahrnehmbaren Schritt nach vorne machen zu können, benötigen wir mehr Platz, mehr Raum. Die Bühne ist zu klein für das Potenzial, das uns Menschen steckt. Darum müssen wir ihr Fundament vergrößern, die lockere Erde des neuen Landes festtreten, sie urbar machen und bestellen. Folglich ist das Team Magmas Ziel, die Landmasse der Welt zu vergrößern. Dies würde die Menschheit sowohl, sowie all andere Lebewesen, in eine strahlende Zukunft ewigen Glücks führen. Davon bin ich fest überzeugt. Für ein Kind ist das wahrscheinlich ein bisschen schwer zu verstehen. Aber wie dem auch sei, heute kommst du mal mit einer Verwarnung davon. Aber wenn du dich in Zukunft ein weiteres Mal in den Weg stellst, werde ich kein Erbarmen zeigen. Vergiss das nicht. Kannst du gehen. Das ist mal ein komischer Typ. Darf ich doch deinen Namen fragen? Ah, du heißt also Harry. Ah, okay, okay. Wo wir... Das war eben gerade richtig brenzlig. Danke, dass du mich gerettet hast. Auf was hätte ich vergessen? Wolltest du mir die Bauteile der Devon Corporation geben? Ja, habe ich das nicht getan? Ja, dann bitte sehr. Hoppla, wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Wir müssen so schnell wie möglich zur Expedition zum Meeresgrund aufbrechen. Danke und entschuldige mich. Ciao. Tschüss. Ich glaube, ich werde mir hier das Museum etwas genauer ansehen, weil das ganz schön groß ist, Leute. Für das Let's Play ist das eher ungeeignet, finde ich. Aber wenn ihr das wirklich alle wissen wollt, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Dann zeige ich euch ganz natürlich halt später. Also einfach nur ein riesiges Teil hier. Zum Beispiel das hier. Ein Tiefmessgerät. Das ist ein Tiefmessgerät, was sich dreht. Interessant, sieht aus wie ein komisches Teil. Undefinierbar. So, Team Magma war also hier und wollten etwas von Devon Corporation haben. Bauteile. Frage ich nur wofür. Ach, was ist das denn? Hallo, hallo, hallo. Was haben wir denn hier, Leute? Da schaue ich gleich rein. Also, wie ist das hier? Ein Hafen von Grafikport City. Die Fähre MS Tide wird momentan in der Werft gebaut und ihren Dienst aufnehmen, sobald sie fertiggestellt ist. Ich sag doch, Grafikport City ist ein riesiges Teil. Wow! Das ist mal eine coole Ansicht. Kein Schiff zu Hause! Hallo. Ich wäre gerne mit Captain Vic auf Expedition zum Meeresgrund gegangen, aber das tiefste Forschungsboot ist zu klein für mich. Ich könnte mich hier reinquetschen, aber dann hat der Captain keinen Platz mehr. Oh. Ja, der Captain gibt die Befehle, ne? So ist es normal. Eine Reise zum Meeresboot, ich frage, wie viel es dort wohl ist. Eines Tages möchte ich auch mal so tief unter Wasser eine Erkundungsreise machen. Spiel doch Pokémon Ranger, dann tust du es ja. Möchtest du auf die Fähre? Tut mir leid, ich stehe bei mir nicht zur Verfügung. Tut mir leid, wirklich. Tut mir wirklich sehr leid. Dann halt später. Dun, dun, bam. Gut, Leute, schauen wir in das Gebäude links, weil das ist ein richtig geiles Gebäude. Zumindest habe ich es so in Erinnerung. Coole Musik. Hallo, wuhu! Das weckt Erinnerungen. Ich stecke in einer kreativen Krise. Ich kenne da diese total modebewusste Pikachu und mir fallen einfach keine Designs für seine Kostüme ein. Vielleicht kann mir ja ein Geist, wenn ich mir einen richtig tollen Auftritt eines anderen Fans anschaue. Leute, willkommen in der Wettbewerbshalle! Wuhu! Party ab! Gibt's eine Erklärung oder so? Ich bin für das Design der Wettbewerbskulisse zuständig. Wenn du mich ganz lieb bittest, bereite ich für dich eine Kunststücksrunde, eine ganz besondere Kulisse vor. Also was sagst du? Noch nicht, für später. Mal reden, Damen hier. Willkommen bei Pokémon Wettbewerb Live. Sieht aus, als hättest du noch keine Wettbewerbskarte. Ohne Wettbewerbskarte kannst du nicht teilnehmen. Ja, vielleicht findest du einen Trainer, der dir bereit ist, dir eine abzutreten. Schau dir mal ein bisschen Grafikport City ein bisschen um. Die Stadt hat wirklich viel zu bieten. Na, bis demnächst. Achso, ich brauch das eine Wettbewerbskarte.
Wo bekomme ich die her? Ja, hallo, hast du vielleicht eine für mich? Ich möchte ein Pokémon trainieren, das im Kampf und im Wettbewerb unschlagbar ist. Es fällt mir schwer, mich zu entscheiden, welche Attacken es lernen soll. Das ist eigentlich hierin. So eine Art Schminkkabine. Hast du vielleicht eine Karte für mich? Wenn der Teilnehmer an einem Pokémon-Wettbewerb kann man Fotos von seinem Pokémon machen. Ja, das ist neu. Zudem besteht die Möglichkeit, die Schnappschüsse der Spielsieger auf den Pokémon Global Link hochzuladen. Jetzt kann ich mich mit meinem Liebling endlich von der ganzen Welt prahlen! Endlich kann man prahlen! Oh, ich brauche zuerst eine Karte. Frage ist, wo bekomme ich die? Gibt es ein Haus hier, weil ich noch nicht war? Ah, das ist der Namenbewerter! Haus des Namensbewerter sofort umbenennen, bitte! Hallo, ich bin der Anwärter. Ja, ich rede sehr viel. Danke. Umbenennen bitte mein Pantheron erstens. Namen umbenennen bitte, ja. Ein weibliches Pantheron. Na, Idee. Ja, nochmal. Wie passt schon. Ihr IE. Alles klar, von nun an heißt dein Pantheron Susi! Das ist mein Name, Leute. Okay, und natürlich wird mein Stern du auch umbenannt. Natürlich ist es leider geschlechtslos. Das heißt, ich kann ihm einen neutralen Namen geben, also irgendwas. Moment, da fällt mir schon was ein. So wie ich mein Stern du auch immer sonst nenne. Nein, passt. Ah. Nein, auch nicht. Ist ganz schön schwer, das zu drücken, Leute. Das klappt man gar nicht. Ja. Und Stern, du heißt jetzt... Alles klar, Sternchen. Ja, das heißt einfach Sternchen. Ich finde das so passend, Leute. Einfach nur geil. So, habe ich den Namenswert auch gefunden, aber wo bekomme ich die Wettbewerbskarte her? Wo bekomme ich die her? Nicht was, gehen wir einfach mal raus aus der Stadt. Außer es geht nicht. Hey, da drüben sind Xenia und Xeblu. Zieh dir das an. Ernst, Xenia, ich komme. Was für dich? Mein Algaria Xeblu und meine Wenigkeit sind hier zur Wettbewerbshalle von Greifsport City gekommen, um ordentlich Spaß zu haben. Xeblu! Dann wollen wir mal keine Zeit verlieren. Lasst uns auch heute wieder sofort loslegen. Ja! Jetzt geht's rund. Gleich fliegen hier die Funker. Ja, rund! Xenia, wunderbare Talentsuche! Es ist aber ja! Xenia, erwähne die Bitte zu deinem Freund, bitte! Ich will den Freund sein, ich will! Geh nur von dir! Lass mich der Ausgabe sein! Xenia, Xeblu! Also, dann will ich mal einen kleinen, tollen Trainer die wundervolle Welt der Wettbewerbe teilen! Mal sehen! Hi? Du da! Ja, du! Du machst mir ein wunderbares Gesicht! Hallo! Hast du schon mal an einem Wettbewerb teilgenommen? Bis jetzt nicht. Nein? Na, genau das wollte ich auch hören. Ernsthaft? Dann starten wir gleich die Folge aufs Dorf. Dieser Trainer hier ist mein autokorner Kandidat. Und sein Name ist? Harry. Wenn man sich Harry einmal genau anschaut, verraten einem seine Arena-Orten gleich, dass er ein starker Trainer sein muss. Sind ja nur zwei. Harry! Hier, in der Wettbewerbshalle findet er also statt. Der Pokémon-Wettbewerb! Und bei den Wettbewerben kommt es jedoch nicht nur auf die pure Stärke der Pokémon an. Ich möchte, dass du auch die anderen großartigen Seiten der Pokémon zum Vorschein bringst. Welche Seiten?
So, ich überreiche dir hiermit diese Wettbewerbskarte. Damit bist du zur Teilnahme am Pokémon-Wettbewerb berechtigt. Und dann bekommst du von mir noch dieses Pokeregel-Set. Damit lassen sich auch deren Pokeregel herstellen, die du dann deinem Pokémon geben kannst. Geile Sache! Wettbewerbskarte halten und das Pokeregel-Set erhalten. Also Harry, heute beginnt hier ein neues Abenteuer für dich und vielleicht sogar eine völlig neue Karriere. Und ich weiß auch schon, wie wir diesen Auftrag nennen können. Genias wunderbare Talentsuche, eine legendäre Begegnung. Ich finde das richtig ganz gut. Also liebe Zuschauer, lassen wir uns überraschen, was Harry für uns bereithält. Ich für meinen Teil setze große Erwartungen an ihn. Danke, dass ihr auch von mir eingeschaltet habt bei Xenias wunderbare Talentsuche. Auch heute habe ich wieder einen glücklichen zum Auserkorenen für den Wettbewerber ernannt. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Part. Xeblu, Xeblu! Applaus, ja! Das heißt, nächstes Part geht's los mit Wettbewerber! Yeah! Das ist das noch ein. Wäre schön, wenn du dich auch mal an einem Wettbewerb versuchst. Probier's einfach mal aus. Coole Sache. Wettbewerbe! Wettbewerbe! Aufruf!